Es gab immer wieder in der Menschheitsgeschichte Ereignisse, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Nichts war dann so, wie es vorher war. Ich denke beispielsweise Christoph Kolumbus, als der Amerika entdeckte, das hat die Welt verändert, die Welt war anders. Ich denke beispielsweise an die Mondlandung. Wir kennen heute alle unseren blauen Planeten, ja, diese Fotos von unserem blauen Planeten, und das hat die Welt auch verändert. Und es gibt auch eine Begebenheit in den Evangelien. Da fragt Jesus seine Jünger: Was glauben die Menschen eigentlich, wer ich bin? Und die Jünger zählen dann verschiedene Personen aus dem Alten Testament auf. Und dann fragt er sie: Ja, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und einer von den Jüngern sagte: Du bist des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus hat darauf gesagt: Darauf bist du nicht selber gekommen, sondern das ist dir, ich sage das mal mit meinen Worten, von einer höheren Macht mitgeteilt worden. Und genau so ist es auch. Und ich habe das auch in meinem Leben erlebt. Es ist schon viele Jahre her, wo ich mir auch die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt habe. Und da bin ich auch darauf gekommen und habe plötzlich erkannt, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Und zu dieser Erkenntnis bin ich nicht allein gekommen, sondern es war eine ganze Gruppe von einer Handvoll Leute, die diese Erkenntnis hatten. Und wir haben dann angefangen, klar, in der Bibel zu forschen und haben nachgeforscht, was steht da eigentlich drin, was wir neugierig geworden. Und dann haben wir plötzlich Sachen entdeckt, dass in der Bibel Dinge vorausgesagt worden sind, Hunderte von Jahren. Jahrtausende von Jahren teilweise. Zum Beispiel, was viele Menschen gar nicht wissen: Es ist Hunderte von Jahren vorausgesagt worden, ganz genau das Jahr, wann Jesus sterben wird. Das ist vorausgesagt worden. Ich wusste das gar nicht und ich war einfach geplättet. Und auch andere Ereignisse in der Geschichte. Es wurde beispielsweise fast 2000 Jahre im Voraus gesagt, dass der Papst gefangen genommen wird, und so war es dann auch. 1798 ist der Papst gefangen genommen worden, er ist ins Exil geführt worden und ist dort gestorben. Und das ist in der Bibel schon vorausgesagt worden. Und das hat mich so begeistert und ich habe mich noch mehr damit beschäftigt. Aber für manche Menschen ist ja die Bibel ein Märchenbuch, weil da bestimmte Orte aufgeführt werden, die in keinem anderen Geschichtsbuch erwähnt werden. Aber mittlerweile ist es ja so, vor allen Dingen in den letzten 50 Jahren, durch die Archäologie sind so viele Dinge bestätigt worden, Orte, die nirgendwo anders auftauchen, außer in der Bibel, dass diese Orte tatsächlich existieren, dass es die gibt, dass die Bibel also kein Märchenbuch ist, sondern dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und das hat mich so begeistert, das hat mich so umgehauen, dass ich heute, viele, viele Jahre später, immer noch an die Bibel glaube. Und ich habe vor einiger Zeit einen interessanten Satz gehört von Napoleon Bonaparte, der gesagt hat: Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Und das gilt heute mehr denn je. Was man heute alles lesen kann, im Internet oder wo auch immer, alles glauben die Menschen, nur wenn es in der Bibel steht, dann wird das sofort abgetan. Aber die Archäologie beweist eindeutig, dass die Bibel recht hat. Aber das sind nicht nur Aspekte, die eine Rolle spielen, sondern ganz persönlich kann man auch etwas erfahren und eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Eine kleine Geschichte von mir selber. Es ist jetzt auch einige Jahre her. Mir ging es psychisch nicht sehr gut. Und ich hatte mich damals selbstständig gemacht. Und es war davon abhängig, dass ich fit bin, um mit Gruppen, mit Führungskräften Coaching zu machen. Und plötzlich kriegte ich Angstgefühle, Angstzustände. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen und habe gesagt: Lieber Gott, bitte hilf mir, gib mir eine Antwort. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe meine Bibel genommen,
Das ist hier die Senfkornbibel, die hatte ich mir damals gekauft. Das ist eine kleine Bibel, ist wunderbar. Da steht alles drin, die kann man auch ins Jackett nehmen, hat sie immer bei sich. Und ich habe die genommen und bin dann so mit zuen Augen, bin ich da reingegangen mit dem Finger und merkte dann, und das war nicht ganz fair von mir, wie ich immer mehr nach rechts ging. Rechts ist das Neue Testament und ich war damals mehr so, ja, will ich mal sagen, dachte, das Neue Testament, da stehen die wirklich wichtigen Dinge, und habe dann so da reingepiekst. Und was ich nicht bemerkt habe, ist, dass ich die Bibel aufgenommen habe, aber die hatte ich falsch rumgehalten. Und als ich dann die Bibel aufmachte und gesehen habe, welchen Text ich dann hatte, dann war das ein Text im Alten Testament. Und ja, wie war der Text? Was hat Gott mir da zu sagen gehabt? Ich bin dort gelandet, wie gesagt, im Alten Testament, und dort stand: Ich will dich wieder ganz gesund machen, spricht der Herr. Ist das nicht der Hammer? Und ich bin dann danach so fantastisch auch geführt und geleitet worden in meinem Leben. Es ging aufwärts mit meiner Selbstständigkeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und Erfahrungen mit Gott zu machen. Er ist wirklich da, wenn du ihn brauchst.